Ich habe mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Wie kannst du schwagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Nein, wie geil! Ich werde dich lehren! Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Kingdom Come Deliverance. Jawohl, ich habe lange auf das Spiel gewartet und endlich, meine Freunde, endlich kann ich es zocken. Ich habe es sogar letzte Nacht mir schon runtergeladen gehabt und habe dann gesehen, dass ich trotzdem noch 8 Stunden warten musste, bis ich das spielen kann. Und dann war das fertig und dann musste ich das auch noch eine halbe Stunde lang patchen. Das konnte nicht sein, habe ich gedacht. Aber egal, jetzt sitze ich hier, habe mir extra freigenommen und werde mit euch das ganze Ding hier mal anzocken. Wow, sieht echt gut aus. Okay. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall einige Parts geben wird. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, schlage ich vor, am besten mich schnell zu abonnieren, damit ihr auch ja nichts verpasst auf meinem Kanal. Und auf jeden Fall nicht das Liken vergessen, wenn es euch gefällt. Weil sowas, meine Freunde, das motiviert mich. Das motiviert mich einfach. Okay. Wow, sieht echt gut aus. Ich habe das Spiel damals, vor ein, zwei Wochen bei Kronk gesehen, wo er das mal previewt hat. Und ich liebe ja RPGs und deswegen dachte ich, hey komm, ich probiere das mal aus. Jawohl, sehr schön. Bin echt gespannt, was uns da erwartet. Erstmal noch einen Schluck Wasser nehmen, damit das auch gut die Kehle runtergeht. So. Und ich glaube, hier fängt das Ganze auch schon an. Ich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder?
Ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Also mir fällt auf, die Synchronisation gefällt mir schon mal wirklich sehr gut. Und auch die Grafik. Es läuft wirklich flüssig und Heinrich! Ja. Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Heinrich, wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Das Abenteuer beginnt, meine Freunde. Quest begonnen. Unerwarteter Besuch. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ah, also, es geht los. Mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Wie sehe ich denn aus? Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir unterhielten uns in der Schenke. Das steigert die Redekunst. Ich war beim Reigen, Agilität. Ich war bei Bianca, Vitalität. Und ich, was hat er wohl bei der Bianca gemacht, ne? Ich arbeite in der Schmiede, Stärke. Ich denke mal, ich werde mich für die Stärke am Anfang entscheiden. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkampf begeistern? Matthias zeigt mir das Bogenschießen. Ich war bei Bianca nochmal und im und wenn schon, Stärke. Ich gehe nochmal auf Stärke. Komm, her, so ein richtiger Brocken machen wir hier. Dann lerne ich es eben, na und? Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Jesus Maria, Heinrich, du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes, ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. Aufgabe begonnen. Gehe zu deinem Vater. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Das Gespräch beenden. Aufgabe begonnen. Begib dich zum... Oh, jetzt habe ich es nicht mehr gelesen. Begib dich zur Schwertschmiede oder irgend sowas? Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Ich frage mal, ob mein Vater wütend ist auf mich. Auf uns. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Wir beenden jetzt erstmal das Gespräch. Oh, ich habe Hunger. Ja, lass uns erstmal noch was essen. Kann ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Gut. Also, komm.
Wir essen jetzt erstmal was, meine Lieben. Du bewegst dich mit WASD und kannst auch spurten mit Umschalttaste und springen mit Leertaste und gehen mit Feststelltaste. Habe ich gar nicht gelesen. E lässt dich mit der Welt interagieren. Du kannst mit Menschen sprechen oder, das konnte ich nicht mehr lesen, wahrscheinlich ihnen auf die Fresse schlagen. Oh, sieht schon richtig schön aus, Leute. Sieht schon wirklich schön aus. Kuckuck. Hallo. 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 Okay. Mutter, wo ist das Essen? Huhu. Es läuft richtig gut. Dum, 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 dum. Auf dem Tisch. Oh, Leute. Das ist das Zelleralienfrühstück von damals. So was für uns heute das Knobbers ist. Also, los. Ach, Käse. Lecker, lecker, lecker. Gut, schauen wir doch mal. Ohohoho, das sind wir. Spieler, Pferd, Questlog, Karte, Inventar. Sind wir ja richtig. Käse. Essen mit E. Kann ich nicht? Oder habe ich das gegessen? Habe ich denn das gegessen oder was? Essen, 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 Essen. Der hat doch Hunger. Oder hat er doch keinen Hunger? Also unten sehen wir eine Leiste, oben sehen wir einen Kompass. Ähnlich so ein bisschen wie bei Skyrim. Und das rechte Symbol unten rechts, weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich möchte nur schnell ein bisschen die Mausempfindlichkeit noch etwas runterstellen, damit das nicht so ruckelt für euch. Spieleinstellungen. Nee, nochmal zurück. Steuerung. Ach. Steuerung. Mausempfindlichkeit etwas runterstellen für euch. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Ja, das würden wir gern so beibehalten. Den Sound. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Und bestimmt. So, jetzt habe ich auch noch die Stimmen ein bisschen höher gemacht, damit ihr auch die Dialoge besser versteht. Jetzt rippen wir hier noch ein paar Äpfel. So, einmal, zweimal, dreimal. Jetzt klauen wir der Mutter noch ein bisschen Geld hier. Nee, das geht nicht. Da haben wir noch Brötchen und Äpfel. Ja, das nehmen wir alles mit. Können wir gut gebrauchen, wenn wir unterwegs sind. Ich sag euch, die Eltern, die beschweren sich noch später. Das, oh, guck mal, hier haben wir ja Frühstücksflocken oder sowas. Geht das nicht? Komm schon. Linsensuppe. Sehr gut. Apfel. Und noch ein Apfel. Und jetzt denke ich mal, dass wir uns langsam aus unserem gewohnten Heim rausbegeben, um zu sehen, was uns da Schönes erwartet. Nicht wahr? Na, das ist Rennen. Das ist Laufen. Nur mal ganz warm. Ganz gesotten und da geht's raus. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, okay. Nochmal kurz gucken. Ich hab doch was zu essen. Ah, das bedeutet, dass wir es getragen haben. Fallen lassen, Info, essen. Ah, ich muss gedrückt halten. Schön. Huhu, ganz ruhig, Mutti. Aha, das ist nur ein Besen gewesen. Oh, guten Morgen, Welt. Guten Morgen. Pass etwas besser auf. Hey, schubst du mich einmal auf die Seite? Können wir auch, sag mal, Questlog öffnen irgendwo? Hier. Unerwarteter Besuch, genau. Das kennen wir ja. Begib dich zum Schwertkampftraining. Genau, nicht zur Schwertschmiede, sondern zum Schwertkampftraining. Können wir auch gucken, wo das ist? Das müsste dann wahrscheinlich hier oben sein. Sehr schön. Kann ich einen Wegepunkt setzen? Ein Marker mit X. Das wollte ich sehen. Sehr schön. Ach, das sehen wir ja sowieso oben auf der Karte. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Da ist unser Vater. Wollen wir noch kurz mit dem quatschen? Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme ja schon. Hi, Vater. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht,
Sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzis Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Oh, wir haben neue Aufträge von unserem Vater erhalten. Anscheinend ist er nicht so sauer auf uns. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit der Redekunst gewinnst du Freunde. Als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen. Und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kannst du auch Gewalt anwenden, stand da wahrscheinlich. Du hast gelernt, Werkzeug. Das geht alles so schnell, ich kann das gar nicht so schnell lesen. Jetzt schauen wir nochmal hier in den Questlog rein. Dum, dum, dum. Ah ja, hier haben wir einige Aufgaben. Ah, hier siehst du sogar nochmal den Text, der gesprochen worden ist. Genau. Begib dich zum Schwertkampftraining. Kauf einen Sack Kohle. Da brauchen wir erstmal das Geld natürlich. Treibe Kunesh Schulden ein. Das brauchen wir, um das zu machen. Treibe Kunesh. Hol die Parierstange in der Burg ab. Ich glaube, wir gehen erstmal die Schulden eintreiben. Treibe Kunest Schulden ein. Das ist bei der C. Gut. A, B, C. Der wäre dann da unten wohl. Dum, dum. Ach, ist wirklich alles sehr, sehr heimisch gemacht, möchte ich sagen. Wirklich schön aus. Du bist nicht Kunest? Nee. Lass mal gucken. Ist der weit entfernt? Das bin ich. Wir müssen da. Ah, der ist ja gerade hier um die Ecke. Der wohnt ja fast schon neben uns. Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog mit J. Für zusätzlichen Überblick werden sie auch auf der Karte angezeigt. So wie auf dem Kompass ganz oben auf dem Bildschirm. In der Tat. Sonst hätte ich bald nichts, um Erz zu schmelzen. Und der König bekäme sein Silber nicht. Haha! Welchen König meinst du, Meister Tobias? Den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt? Oder den, der den Schlüssel dazu hat? Das sind wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Seltsam und schlecht. Aber da ich unserem Lehnsherrn Herrn Ratzig diene, kennst du die Antwort. Wohl wahr. Aber wohin wird Herr Ratzig das Silber bringen? Wohl kaum nach Kuttenberg, nun da die Bürger dort vor Sigismund das Knie beugen. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Womöglich behält Herr Ratzig es in der Burg, bis diese unglückliche Geschichte ein Ende nimmt. Ich hoffe nur, Sigismund dürstet es nicht auch nach unserem Silber. Da sind wir schon zwei. Aber zurück zum Geschäft. Ich brauche drei Wagen. Ja, ja. Also wir haben ja am Anfang gesehen gehabt, dass der König hier seinen Pflichten nicht so wirklich nachgegangen ist. Du hast entdeckt Händler. Ah, das ist, wenn ich was auf der Karte entdeckt habe. Du hast entdeckt Krämer. Ah, das sieht man jetzt hier auf der Karte. Okay. Wir wollten die Schulden eintreiben. Also, gucken wir doch mal. Wir haben sogar einen Schatten. Grüß dich, Heinrich. Hey! Kennen wir uns? Hallo? Nee, also gut, weiter geht's. Wir müssen zum, wie heißt denn der nochmal? Bist du das? Das bist du. Hunesh, mein guter Alter, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Komm mal her. Gott sei mit dir, Kunesh. Was willst denn du? Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Das kriegen wir schon. Zahle oder es setzt was. Bezahle zumindest das Werkzeug. Nö, wir wollen alles haben, Leute. Ich wusste, du würdest Ärger machen. Vater meinte, er würde dir die Nägel in deinen haarigen Arsch hämmern, wenn du nicht zahlst. Das will ich sehen. Scher dich zum Teufel, sonst kann dein alter Herr seine Nägel aus dir rauspulen. Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei den Gesprächspartnern genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung
und deine Körperpflege haben einen Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus? Fürchten dich die Leute sich. Okay, ich verstehe. Das hat also auch ein bisschen auch was mit meinem Aussehen hier alles zu tun. Also man kann die Leute auch bestechen mit Geld. Wenn man ein bisschen robuster aussieht, dann schüchtert das die Leute natürlich ein. Wenn man gut gekleidet ist, kommt man natürlich sehr souverän rüber. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fähigkeiten von Heinrich einbringen, um Beispiel die Fähigkeit Reiten. Das soll im Gespräch was bringen, im Überzeugen. Nicht nur die Art und die Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht einfach nur, den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Okay, gut. Da wird noch ein bisschen mehr erklärt. Und dann gibt es natürlich diese so ein paar Skillpunkte dazu. Dein Geld, den Betrag, den du zahlen musst. Das ist, wenn man ihn halt besticht und so. Und da unten sieht man nochmal die Werte aufgelistet. Okay. Jetzt kann man hier sehen, entweder Schulden gehören beglichen, dann zahlen du Saufbold. Da können wir den auf die Fresse hauen. Leute, wir treiben das ein. Fertig. Ich habe mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn! Wie kannst du schwagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Nein, wie geil! Ich werd dich lehren! Jetzt geht's ab, Leute, jetzt geht's ab. Kampf. Schlag, Stich. Ja, Stich können wir dann. Tritt, Ziel, fokussieren mit Tab. Zielfokus benden, blocken, Gegner. Angriffsrichtung mit... Oh, tut mir leid, das war mein Handy gewesen. Okay, wir riskieren es einfach mal. Verdammt! Komm schon. Komm her, du Bastard. Wen hast du Hurensohn genannt? Oh, shit. Nein. Wo sind denn meine Leben und wo sind denn deine, dem seine? Ich check's grad nicht. Aber. Oh, der weicht aus. Oh. Und unsere Leben sind die gelben unten. Nee, sind's nicht. Komm schon. Den kriegen wir noch. Oh, du Bastard. Nein. Scheiße. Oh, darf ich nochmal schnell nachgucken? Der nimmt uns gerade auseinander. Erweiterte Grund Steuerung, hier. Oh nö, das ist nicht mal... Hier, Bewegung, doch, hier nochmal Kampf. Primärangriff, linke Maustaste. Sekundärangriff, rechte Maustaste. Angriff abbrechen mit E, Ziel fokussieren. Blocken mit Q. Okay, gut, ich habe natürlich noch nie geblockt bis jetzt. Oh, du Schneider. Kann es sein, dass... was bedeutet denn dieses... Komm schon. Nein! Schwere Verletzungen am körperlichen Erschränkungen, möglicherweise stark ein verletztes Bein. Wir haben eine verletzte Schulter. Ich glaube das... oder? Wo wir hinschlagen wollen, können wir mit dem Fadenkreuz bestimmen. Jetzt verstehe ich das. Da, wo es so rot leuchtet, guck. Auf den Kopf. Das war gut. Nein! Nochmal auf den Kopf. Der hat geblockt. Kurva. In den Sack. Rechter Haken. Jetzt nochmal. Und von unten. Der hat ausgewichen. Scheißdreck. Kopf. Der ist gerieft, der Junge. Der weiß, wie man's macht. Ach du kleiner Bastard, ey. Jetzt nochmal. Hey, ich will auch so ein Finisher-Move wie der. Wo sind denn eigentlich dem seine Leben? Komm schon. Heinrich. Der Charakter und die Fähigkeiten des Spielers werden von den Werten... Ja, das weiß ich. Was? Ja. Verdammt. Boah. Komm schon. Ich darf dem nicht so reinlaufen. Weiter neben. Komm jetzt, Mann. Gib mir doch mal endlich...
Scheiße, verdammt! Ja! Au! Eieieiei. Nein, das gibt's doch nicht! Gebatt! Der ist schon wie. Der. Ey, wir haben ja schon doppelt so viel kassiert. Jawohl! Sehr schön. Und nochmal. Geschafft! Haben wir es geschafft? Genug! Genug! Ja. Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich habe. Kapiert? Du hast erhalten Kunais Schlüssel. Aufgabe bekommen. Ich könnte vertragen. Du kannst die Gesundheit stets in der roten Leiste am unteren... Ah, die rote Leiste ist unsere Gesundheit. Die Menge an Gesundheit legt gleichzeitig die maximale Menge an... Das ist zu schnell weg, Leute, manchmal. Wir haben den Schlüssel von ihm, haben wir bekommen, gell? Kunais Schlüssel, genau, hier. Oh, wir sind ganz schön ramponiert. Okay, Leute, was sich aber jetzt mit dem Schlüssel alles anstellen lässt, das, meine Lieben, werden wir im nächsten Part erfahren, weil ich sehe, wir sind auch schon bei 25 Minuten angekommen. Ich hoffe, Leute, euch hat der Teil gefallen. Mir auf jeden Fall und ich mache auf jeden Fall auch gerade weiter. Und ich würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr auch kein Video von mir verpassen wollt, werdet ihr euch auch freuen. Und genau, gebt mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat oder schreibt mir was wirklich Nettes in die Kommentare. Das motiviert mich einfach weiterzumachen. Und ansonsten, meine Lieben, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es im nächsten Teil weitergeht, ob wir das Geld jetzt nun endlich von unserem Vater bekommen, das... Ich könnte einen Happen vertragen. Das werdet ihr erfahren, wenn ihr zum zweiten Part morgen einschaltet. Und ich melde mich jetzt ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine lieben Freunde. Haltet die Ohren steif. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao!